Servus Leute! Floodland bekommt das größte Update seit seinem Release am 15. November 2022. File Monarch arbeitete 4,5 Monate am umfangreichen Update 1.2 und hat viele Fehler behoben, Verbesserungen sowie Optimierungen vorgenommen und einen neuen Content eingefügt. Beginnen wir mit der Behebung der Fehler. Das von der Community stark kritisierte Pathfinding wurde verbessert. Die Bewohner finden nun wieder in Betriebe, Behausungen und Expeditionen verlaufen nun ohne große Probleme. Kein Bewohner blieb auf einem Boot zurück oder steckte am Pier fest. In 10 Stunden Spielzeit kam mir zumindest kein Problem im Pathfinding unter. Und ich baue meine Siedlungen meist so dicht aus, dass man sogar den Hund 4 Häuser weiter winseln hört, wenn mir ein Furz entfleucht. Die Stabilität und Leistung wurde deutlich verbessert. Das Spiel stürzt jetzt nicht mehr so häufig ab und sollte nur noch selten bis gar nicht mehr vorkommen. Durch die Begrenzung der 60 FPS läuft das Spiel nun deutlich flüssiger und hebt das Spielerlebnis deutlich an. Einbrüche der FPS konnte ich in keinen in den 10 Stunden Spielzeit wahrnehmen. Viele konnten ihre Hütten nicht zu Häuser aufwerten lassen. Dies gehört nun der Vergangenheit an. Denn jetzt können sie es. Somit musst du die Insel nicht mehr mit Hütten zupflastern, um eine Unterkunft für Überlebende bereitzustellen. Denn jede Aufstufung gewährt dir mehr Platz für Einwohner in den Häusern. Zuletzt ein paar Qualitätsverbesserungen wie bessere Benachrichtigungen über kranke Bewohner sowie Tooltips. Der Fortschritt der Produktion geht nicht mehr verloren, wenn du die Betriebsart des Gebäudes änderst. Somit gehen keine Ressourcen mehr unnötig verloren. Und für die Modder gibt es auch einige Vereinfachungen und neue Funktionen. Somit kannst du dich in Zukunft auf mehr Mods freuen, welche dein Erlebnis aufwerten können oder deinen Spielstil entsprechen. Natürlich gibt es noch mehr Verbesserungen, aber kommen wir doch lieber zum neuen Content. Floodland bekommt Zuwachs in Form von 8 Anführern bzw. Clans. 4 von ihnen stehen von Beginn an zur Auswahl. Auf die weiteren 4 Clans können wir im Laufe des Spiels treffen und in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Jeder der 8 neuen Clans haben wieder ihre eigenen Vorteile und Ideologien. Das nimmt wiederum neue Herausforderungen mit sich, mit denen du zurechtkommen darfst. Also überleg dir ganz gut, ob du die Spielzeugpuppe aus dem verlassenen Haus mit in die Gemeinschaft nehmen willst. Sonst müssen wieder Dutzende Menschen am Pranger wegen dir stehen. Da wir gerade davon gesprochen haben. Die Events wiederholen sich nicht mehr so häufig und bieten nunmehr Abwechslung. Vor allem wurde das Wiederholen der Krisenevents gemildert. Es wurden nämlich zahlreiche Questaufgaben, Stories und Events hinzugefügt. Dieser Zuwachs von 20 Worldbuilding Notes und 10 Events sollen dafür sorgen, dass ihr mehr in die Welt von Floodland eintauchen könnt. Floodland erzählt eine sehr interessante Geschichte, welche den Überlebenskampf der letzten Menschen uns näher bringt. Ebenso wurde das Endgame angepasst und verbessert, um das Erlebnis am Schluss noch einmal anzuheben. Dazu gibt es noch 3 zusätzliche Gesetze und Verbesserungen der bereits implementierten Gesetze. Das Grinding von Wasser und Nahrung am Schluss wird dir nicht erspart bleiben. Wie bei jedem Survival-Aufbauspiel musst du auch in Floodland für deine Bewohner weiterhin sorgen. Und je mehr Überlebende in deiner Gemeinschaft unterkommen, desto mehr wird gesoffen und gemampft. Um für die notwendigen Rohstoffe zu sorgen, haben die Entwickler neue Inseln implementiert. Diese bieten Platz für Farmen und Pumpstationen. Ebenfalls gibt es neue Layouts für die Inseln. Angepasste Ressourcen und zahlreiche Orte zu erkunden, um die Geheimnisse der alten Welt zu enthüllen. File Monarch bringt auch ein neues Gebäude ins Spiel, den Mushroom Tower oder zu Deutsch den Pilzturm. Nein, Super Mario wird dich nicht besuchen und versuchen, deine Prinzessin zu befreien. Der Pilzturm ist ein Gebäude der Nahrungsproduktion, welche für nachhaltige Nahrung in Form von Pilzen liefern soll. Es gibt zwar noch immer diese kleinen Pilzfarmen, aber diese Spots können eine wachsende Gesellschaft auf Dauer nicht ernähren. Durch den Turm kannst du sogar deine Gesellschaft auf eine vegane Lebensweise führen. Pilzburger, Pizzafungi, Sacherpilztorte, alles leckere Sachen, wenn man es möchte. Vielleicht wachsen dort auch jene Pilze, welche dich so beeinträchtigen, dass du sogar Nachschlag von der Pilzsuppe verlangst. File Monarch hat in das Springdale Update sehr viel Arbeit und Liebe hineingesteckt und das Ergebnis kann sich wirklich blicken lassen. Die Rezensionen auf Steam sind leider noch immer ausgeglichen und werden diesem spannenden und schönen Spiel ehrlich gesagt nicht gerecht. Floodland bietet für die Survival-Aufbauspieler wirklich sehr viel.
politische und moralische Entscheidungen, bei denen du lange überlegen musst, um das Richtige für deine Gesellschaft zu tun. Das Erkunden einer längst vergangenen Zivilisation, welche uns heute sehr vertraut ist. Der ständige Kampf ums Überleben regt zum Denken an. Welche Forschung kann dich etwas entlasten und die Lebensqualität der Bewohner erhöhen? Willst du wirklich, dass diese Gruppe Teil deiner Gemeinde wird? Willst du eine Sportliga ins Leben rufen, um für Brot und Spiele zu sorgen? Wenn du Flatland schon in deiner Bibliothek hast, dann empfehle ich dir als Aufbauspieler aus Leidenschaft einen Neustart zu riskieren. Du stehst auf die Kombi Aufbauspiele und RPG? Dann schau dir gleich das Video zu Arkham an. Stay epic with Play Epic. Pfiat euch!